Herzlich willkommen noch einmal aus dem Amthof Feldkirchen. Wenn Sie gestern bei der Live-Verlosung des großen Weihnachtsgewinnspieles der Feldkirchener Kaufmannschaft nicht dabei waren oder wenn Sie dabei waren und dann auf einmal gesagt haben, was ist jetzt los? Wir hatten wirklich leider Probleme mit der Internetleitung und da waren wir circa so bei der halben Verlosung und deswegen möchten wir Ihnen jetzt das Ganze noch einmal, nicht die ganze Verlosung, aber die Gewinner noch einmal präsentieren. Und bei dieser ersten Verlosung, beim Teil 1 sozusagen, wo es wunderschöne Sachpreise zu gewinnen gegeben hat, haben folgende Damen und Herren gewonnen. Diebeltaler im Wert von 500 Euro gehen an Stefan Cinda aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Ein Gutschein der Firma Sommer über 100 Euro geht an Roswitha Rennert, ebenfalls aus Feldkirchen. Ein weiterer Gutschein von Juwelier Sommer geht an Waltraud Hinteregger aus der Sirnitz. Herzliche Gratulation. Und Juwelier Sommer hat insgesamt 3 Gutscheine zur Verfügung gestellt. Und dieser dritte Gutschein geht an Frau Magister Sandra Rupprecht, auch hier aus der Tibelstadt Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Dann haben wir einen wunderschönen Sachpreis, der irrsinnig schwer war, nämlich Lego-Technik von Breschan, Spielzeug Breschan, der geht an Selina Kogler aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Und die KELAG hat einen Überraschungspreis zur Verfügung gestellt. Es geht in luftige Höhen und zwar in luftige Höhen geht Frau Caroline Jauer aus Feldkirchen. Sie hat nämlich eine Ballonfahrt mit dem KELAG Heißluftballon gewonnen. Herzliche Gratulation. Wunderschöne Aussicht. Sie werden es genießen. Dann hat auch die Firma Benetton 2 Gutscheine zur Verfügung gestellt. Der erste Gutschein geht an Frau Erika Reisner aus Feldkirchen. Wir gratulieren recht herzlich. Der zweite Gutschein von Benetton geht an Ingrid Schmiedler, ebenfalls aus Feldkirchen. Auch ihr gratulieren wir zum Gewinn. Etwas anders hat auch 2 Gutscheine zur Verfügung gestellt. Der erste geht an Frau Ingeborg Wisotzki aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Der zweite Gutschein von Etwas anders geht an René Walter. Er kommt aus Gnesau. Auch ihm gratulieren wir recht herzlich. Und einen Preis haben wir noch, nämlich Diebeltaler im Wert von 1.000 Euro und diese 1.000 Euro Diebeltaler gehen an Michael Kassel aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation und bevor wir zum zweiten Teil der Verlosung kommen, da freuen wir uns jetzt auf Kärnten Voices und Nebel steigt aus dem See. Nebel steigt aus dem See.
Dankeschön, Kärnten Voices war das mit einem wunderschönen Lied. Wir kommen zu Teil 2 unserer Verlosung. Auch hier gibt es einige glückliche Gewinner und Diebeltaler von 1.000 in Wert von 1.000 Euro. Die hat gewonnen Sigrid Bertel aus Gnesau. Frau Bertel, herzliche Gratulation. Sie können damit wieder einkaufen in Feldkirchen. Auch das Sportfachgeschäft Herwes hat einen Ski mit Bindung zur Verfügung gestellt und den hat gewonnen Herr Horst Greier aus Steuerberg. Für Sie geht es mit neuen Skien auf die Piste. Die Sparkasse Feldkirchen hat eine Sparkassen-Profit-Card zur Verfügung gestellt im Wert von 300 Euro und der geht, oder diese Card geht an Benjamin Rossiano aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Ja, und dann war die Frau Meier von der Firma Nimo bei uns zu Gast, hat ein bisschen mit mir geplaudert und Nimo, das Bekleidungsfachgeschäft in Feldkirchen, hat ebenso zwei Gutscheine zur Verfügung gestellt. Die Frau Monika aus Ossiach hat gewonnen, herzliche Gratulation. Und den zweiten Gutschein der Firma Nimo hat gewonnen Maria Schmidt aus Feldkirchen. Auch Ihnen gratulieren wir recht herzlich. Zwei Gutscheine sind noch in diesem zweiten Block zu vergeben. Der erste von der Firma Rebernick geht an Sabine Nott aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Der zweite Gutschein, auch über 100 Euro von der Firma Rebernick, geht an Thomas Leitner aus Feldkirchen. Im dritten Block kommend gibt es wieder ein bisschen Musik. Suna Glurt ist an der Reihe mit einem wunderschönen Lied von den Seern, nämlich Weihnachten 1946. Weihnachten 1946. Am Prier von Domus tut entdeckt, am Prier von Christkind im Haus beim Wort, unter an Mauerrest versteckt. Von Anklang Dirndl schrie mit zittriger Hand, die Tinten floss vergülts Papier. Liebst Christkind, ich weiß, es ist nicht leicht, bleibt unerreicht, drum wünsch ich mir's von dir. Für mein Bruder, ab so krumm, weil er mich oft kalt. Für meine Schwester, bitte Handschuhe, weil es holt zurück im Wald. Für die Mama, ein kleines Foto, weil sie oft wand allein. Papa wünsch ich mir, er kommt bald heim. Weihnachten steht wieder vor der Tür. Die Nachrichten sind traurig, aber wohl. Menschen, denen es an allem fehlt, die haben nichts dazu gelernt in all die Jahren. Mitten im Chaos in der größten Not, ein Kind steht stumm wie im Gebet und in den Augen leicht zu lesen wär, liebst Christkind, die Wünsche, die ich hätt. Für mein Bruder, ein paar Socken, weil er mich so oft kommt.
meine Schwester bitte Handschuhe, weil sie's holt sucht im Wald. Führt Mama ein kleines Foto, weil sie oft wandert. Für den Papa wünsch ich mir, er kommt bald heim. Für meinen Bruder ein paar Socken, weil er mich oft kalt. Für meine Schwester bitte Handschuhe, weil sie's holt sucht im Wald. Mama, ein kleines Foto, weil sie oft wandert allein. Für Papa wünsch ich mir, er kommt bald heim. Das war ein Hit von den Seern, dargebracht von Sunaglord, Weihnachten 1946. Und damit sind wir schon bei den nächsten Gewinnern angelangt. Wir starten mit einem Gutschein oder mit zwei Gutscheinen von der Firma Reco, Elektrohandel. Sie gehen vielleicht schon mit einem neuen Toaster, mit einer neuen Waschmaschine oder was weiß ich nach Hause. Gewonnen hat diesen Gutschein von der Firma Reco Wolfgang Neuhold. Herr Neuhold, herzliche Gratulation. Den zweiten Gutschein von der Firma Reco hat gewonnen Leonard Kohlweiß aus Himmelberg. Auch Ihnen gratulieren wir. Das ist Ihr Weihnachtsgeschenk für den Einkauf in Feldkirchen. Das Lagerhaus hat auch zwei Gutscheine zur Verfügung gestellt, hat eine breite Palette an Waren. Sie können einkaufen gehen. Gewonnen hat nämlich Herr Manfred Weisenbacher aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Und den zweiten Gutschein vom Lagerhaus hat gewonnen Reinelde Just aus Ossiach. Am Ossiacher See auch Ihnen recht herzliche Gratulation. Was Feines zum Speisen, Feinkost von Thunfisch. Er hat Blasnik, hat uns auch Gutscheine zur Verfügung gestellt, insgesamt zwei. Den ersten hat gewonnen, einen Thunfischkorb Michael Oschonik aus Gummern, herzliche Gratulation. Und den zweiten Thunfischkorb, den hat gewonnen Reinhard Tauber aus Tulln, aus Tulln in Niederösterreich. Ja, ja, auch die Niederösterreicher kaufen in Feldkirchen ein, die wissen schon, wo sich's auszahlt. So, damit ein bisschen Fleisch an den Weihnachtsfeiertagen auf Ihrem Tisch ist, hat auch Nockfleisch zwei Gutscheine zur Verfügung gestellt. Den ersten gewinnt Frau Andrea Fischer aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Und den zweiten Gutschein der Firma Nockfleisch gewinnt Frau Jutta Brandstetter, ebenfalls aus der Tibelstadt hier aus Feldkirchen. Wir gratulieren natürlich recht herzlich. So, wer jetzt Fleisch nicht so mag, lieber Schmuck hätte, der ist jetzt vielleicht an der Reihe. Juwelier Zechner hat auch zwei Gutscheine zur Verfügung gestellt. Der erste Gutschein geht an Christine Barkote aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Und der zweite Gutschein von Juwelier Zechner geht an Edmund Meyer, ebenso aus Feldkirchen. Auch ihm gratulieren wir recht herzlich. Am besten ist für die Frau gleich was mitbringen, dann kann nichts schief gehen, Herr Meier. Schuhe sind jetzt an der Reihe. Schuhe Hildebrand. Hildebrand hat Gutscheine zur Verfügung gestellt, auch zwei. Der erste Gutschein von Schuhe Hildebrand geht an Sandra Kreiner aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Und der zweite Gutschein von der Firma Schuhe Hildebrand geht an Lisa Bedeck aus Klagenfurt. Herzliche Gratulation in die Landeshauptstadt. Und last but not least haben wir jetzt noch in diesem dritten Verlosungsblock Diebeltaler im Wert von 1.000 Euro. Und diese Diebeltaler gewinnt Ingeborg Steinstifter, müsste das heißen, Steinschifter oder Steinstifter. Wir gratulieren auf jeden Fall, wir haben Adresse, wir haben Telefonnummer, keine Angst, der Gutschein kommt schon richtig bei Ihnen an. Und jetzt freue ich mich wieder auf Musik, auf ein wunderschönes Lied. Viele sagen, es ist eines der schönsten Weihnachtslieder. Sunaglord präsentiert uns nämlich Leise rieselt der Schnee. Oh.
still steigt Kummer und Harm. Sorge des Lebens verhallt. Freue dich, Christkind kommt bald. Still und starr ruht der See. Still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Freue dich, Christkind kommt bald. Sonnenglut. Dankeschön, Eva und Manu. Da kommt schon Weihnachtsstimmung auf, oder? Es ist eins der schönsten Weihnachtslieder so gebracht. Dann noch einmal, oh, da wird es einem warm ums Herz. Und genau so soll es ja auch sein. So, wir kommen zum Teil 4 unserer heutigen Verlosung. Es geht um dieses eigene Gewinnspiel, wo Sie Ihren Einkauf zurückgewinnen können, wenn wir Ihre Rechnung ziehen. 10 Rechnungen, hat der Herr Bürgermeister bereits angekündigt, werden wir heute ziehen. Und wenn Sie dabei sind, dann bekommen Sie Ihren Gewinn in Tibeltalern rückerstattet. Und da ist schon oder da sind schon die ganzen Rechnungen. Auch der Herr Bürgermeister Martin Treffner, den darf ich noch einmal herzlich begrüßen bei unserer Verlosung. Und die Andrea, der Bürgermeister, ich darf dich bitten, gleich die erste Rechnung zu ziehen. Eine Dame oder einem Herrn oder einem Jugendlichen, je nachdem, werden wir diese Rechnung rückerstatten. Gewonnen hat Frau Evelyn Rindler aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Sie bekommen Ihren Einkauf, ja, kann sich sehen lassen, rückerstattet. Herzliche Gratulation. Das war die erste Rechnung. Wir ziehen gleich eine zweite. Du hast ja angekündigt, 10 Rechnungen dürfen wir ziehen heute. Also der Einkauf hat sich schon ausgezahlt, auch für Heidemarie Obersteiner aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Sie hat noch so lieb dazu geschrieben, liebe Grüße, frohe Weihnachten, Ihnen auch frohe Weihnachten. Und Sie bekommen auch Ihren Einkauf rückerstattet. Wir kommen zur dritten Rechnung, rückerstattet in Form von Tibeltalern, die Sie dann wieder hier in Feldkirchen investieren können. Und die dritte Rechnung und damit die Rückerstattung dieser Rechnung und die Tibeltaler gehen an Ulrike Mick aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. So, dritte Rechnung. Vierte Rechnung kommen wir schon. 3 haben wir bereits gehabt. Das ist die vierte Rechnung. Passt alles. Name steht oben. Rückerstattet bekommt diese Rechnung in Form von Tibeltalern Eva Jäger aus Bodensdorf am Ossiacher See. Sehen Sie, die Fahrt nach Feldkirchen hat sich schon ausgezahlt. Das war Rechnung Nummer 4. Wir kommen
zur Hälfte sozusagen, zur Rechnung Nummer 5. Und hier gratulieren wir Frau Yvonne Herrnler aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Schönes Geschenk noch dazu. Mehr darf ich und will ich nicht verraten. Herzliche Gratulation. Zur Rechnung Nummer 6. So, das ist einmal zumindest, was die Rechnung betrifft, eine große Rechnung. Ja, und gewonnen hat, beziehungsweise diese Rechnung rückerstattet bekommt, Frau Eva Schwarzreiterer aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation, Frau Schwarzreiterer. Auch Sie haben gewonnen. So, jetzt habe ich vor lauter Reden vergessen mitzunehmen, aber ich glaube, wir kommen zur Rechnung Nummer 7. Rechnung Nummer 7. Und die bekommt rückerstattet Frau oder Herr, Frau Valentina Reiner aus 9560 Feldkirchen. Herzliche Gratulation, auch ihr Einkauf hat sich ausgezahlt. Rechnung Nummer 8, drei Rechnungen werden wir noch ziehen sozusagen. Da ist die erste Rechnung Nummer 8. Das ist eine lange Rechnung. Wo ist denn da der Betrag? Uiuiui, zahlt sich aus. Frau Ursula Breimel aus Feldkirchen, herzliche Gratulation. Auch Sie bekommen diese Rechnung rückerstattet. So, Rechnung Nummer 9, vorletzte Rechnung, die wir ziehen. Auch da müssen wir wieder ein bisschen aufklappen. Und gewonnen hat... Der Einkaufszettel ist auch noch dabei. Ja, genau. Da ist noch der Einkaufszettel dabei. So, da ist einmal die Rechnung. Auf der Rückseite steht, was er alles gekauft hat. Mehl ohne Butter, Apfel, Sinen, Milch. Na, no, schön eingekauft. Aber das schaut, genau, das schaut nach einem Rezept aus, ja. Eine Stunde rasten, 40 Grad, 40 Minuten. Das schaut nach einem Rezept aus, das könnte man. Aber die Rechnung bekommt auf jeden Fall jemand rückerstattet. Und zwar, ich hoffe nur, dass jetzt ein Name oben ist. Ja, wo denn? Vorne auf der Rechnung. Echt? Auf der Rechnung. Gerlinde Greuer, Frau Greuer, Sie haben gewonnen in Steindorf. Auch Sie bekommen die Rechnung rückerstattet und danke fürs Rezept hinten oben. So, das war jetzt Nummer 9, wenn ich richtig gezählt habe, Herr Bürgermeister, hast du mitgezählt? Ja? Dann kommen wir jetzt zur Rechnung Nummer 10 und damit zur letzten Rechnung, die wir rückerstatten. Eine haben wir noch, ist in Ordnung, 11, er stockt auf. Die 10. Rechnung rückerstattet bekommt Frau Sonja Haschauer, ja, müsste das heißen, Sonja Haslauer, Entschuldigung, Frau Sonja Haslauer aus Feldkirchen, herzliche Gratulation, auch Sie bekommen die Rechnung rückerstattet und wir stocken auf um eine Rechnung, klein, aber fein. Und die geht an Josephine Fischer aus Feldkirchen. Herzliche Gratulation, Frau Fischer. Auch Sie bekommen das rückerstattet. Ja, immerhin, die Parkgebühren werden Ihnen rückerstattet sozusagen. Herzliche Gratulation, das sind die 10 Rechnungen. Die übergebe ich jetzt der Andrea zu treuen Händen und die Gewinner werden natürlich verständigt werden, keine Frage. Und jetzt bitte ich zu uns auf die Bühne wieder Kärnten Voices. Seid so nett. Bei so einer Glut sage ich Dankeschön fürs Dabeisein. Ihr könnt euch jetzt einen Tee oder einen weißen Spritzer, je nachdem, was ihr lieber habt, gönnen. Und wir freuen uns schon auf Kärnten Voices. Und von Ihnen hören wir jetzt auch ein wunderschönes Lied, nämlich Still, ganz still ist der Winter jetzt kämen und das passt ja heuer perfekt, denn der Winter ist ja wirklich schon im Dezember oder war es eigentlich noch November? Nein, Dezember war es, glaube ich, im Dezember gekommen, deswegen haben wir auch so eine schöne Winterlandschaft. Meine Damen, meine Herren, bitte sehr. Über die Nacht hat's ein Schnee.
Versammlung ist jetzt die Zeit. Gott Versammlung ist die Weihnacht nicht weit. Licht, so Licht ist der Stern einer Kimmel, hat uns das Wunder von Bethlehem gebracht. Über die Welt ist der Schein drüber gegangen, mit Anklang Kindl in der heiligen Nacht. Hammler, ganz Hammler, mach's Herzle wohl weit. Hammler, ganz Hammler, sie's weit. Wunderschön, danke auch den Kärnten Voices. Ich glaube, es gibt keine Sprache außer das Kärntnerische, das mit seinen Kärntner Liedern so verzaubern kann und so viel Stimmung schaffen kann, wie es jetzt Kärnten Voices mit diesem Lied auch geschafft haben. Er ist natürlich auch wie jeder andere Bürgermeister stolz auf seine Stadt. Er ist aber auch vor allem stolz darauf, weil wirklich viele, viele Feldkirchen und auch viele aus dem Umfeld von Feldkirchen hier eingekauft haben. Das sieht man an den vielen Rubbellosen, die eingelangt sind. Herr Bürgermeister, herzlich willkommen. Ich darf dich um ein paar kurze Grußworte bitten. Und ja, bist wirklich stolz auf deine Stadt? Ja, selbstverständlich. Ich darf einmal einen wunderschönen guten Abend wünschen hier aus dem Amthof. Lieber Seppi Rukavina, der ja schon der bewährte Moderator unserer Weihnachtsshow und Frühschoppen, alles was in Verkehren veranstaltet wird, immer unser Profimoderator, wenn man so sagen darf. Danke, dass du wieder hier bist. Und ich bedanke mich aber auch bei allen Wirtschaftstreibenden. Ich bedanke mich bei allen Verkirchnerinnen und Verkirchner für den Einkauf, der bei uns in der schwierigen Zeit, in dieser Zeit der Pandemie, auch wirklich getätigt wurde, wie die Betriebe wieder offen waren. Es wurde vorher online schon etwas eingekauft und bestellt und jetzt in den letzten Tagen hat man es dann wirklich wieder gemerkt, wie stark die Verkirchener Bevölkerung hinter den heimischen Wirtschaftsbetrieben steht. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, um die Wertschöpfung in der Heimat hochzuhalten und auch die Arbeitsplätze zu sichern. Mein Dank gilt an alle wirtschaftlichen Betriebe, die sich wirklich viel angetan haben, die Auslagen schön gestaltet, das Weihnachtsgeschäft dementsprechend präsentiert haben und natürlich allen Verkirchnerinnen und Verkirchnern und allen Gästen, die zu uns gekommen sind, um hier einzukaufen, hier beim Rubel-Gewinnspiel mitzumachen. Man sieht, das ist immer eine Euphorie, die Kästen mit den Rubellosen gehen über und diese Aktion werden wir auch in nächster Zeit natürlich weiter beibehalten. Danke an die Wirtschaft, danke an die Kunden und ich wünsche natürlich allen schöne, schöne Weihnachten. Meinen herzlichen Dank. Lieber Martin, hast du schon alle Geschenke eingekauft? Bei uns Männern ist das ja nicht immer so selbstverständlich. Das habe ich doch richtig, mir immer ein bisschen noch dir. Also ich habe so, glaube ich, wenn man es prozentmäßig sagen kann, so circa 70% schon benannt. Aber morgen und übermorgen muss ich natürlich auch noch ein bisschen was zusätzlich nachholen. Aber das ist bei uns natürlich schön in der Verkirchner. In den Verkirchner Betrieben, bei uns in der heimischen Wirtschaft, bekommt man ja alles und da geht sich das noch schön aus, also bis zum Heiligen Abend und bis zur Bescherung, dass man alles benannt hat. Genau, diese Last-Minute-Geschenke sind ja oft wirklich die schönsten. Wir steuern langsam aber sicher dem Hauptpreis zu. Wir kommen zum fünften und letzten Teil dieser Verlosung. Andrea, darf ich dich noch einmal zu mir bitten? Wir haben aber noch Gutscheine auch zu verlosen und der erste Gutschein kommt von Juwelier Kniewasser hier aus Feldkirchen. Insgesamt 2 Gutscheine hat Juwelier Kniewasser zur Verfügung gestellt und den ersten Gewinner oder die erste Gewinnerin werden wir gleich ziehen und bei Juwelier Kniewasser, falsches Symbol, kann gleich jemand einkaufen gehen mit dem Gutschein.
wenn er schnell ist beim Abholen, dann kann er auch noch vor die Weihnachten einkaufen. Jetzt haben wir das richtige Symbol. Und gewonnen hat Elfriede aus Ossiach. Eibel könnte das heißen. Elfriede Eibel aus Ossiach. Herzliche Gratulation. Sie haben gewonnen, einen Gutschein von Juwelier Kniewasser. Und ebenso einen Gutschein von Juwelier Kniewasser hat gewonnen Victoria Victoria Gucci, so heißt es richtig, aus Glöbnitz. Herzliche Gratulation. Beide Damen gehen mit ihrem Gutschein zu Juwelier Kniewasser ein schönes Weihnachtsgeschenk aussuchen. Geschirr und Glas Bernhard hat ebenso drei Gutscheine zur Verfügung gestellt. Geschirr und Glas Bernhard. Und der erste Gutschein geht an Veronika Greier aus Steuerberg. Frau Greier, herzliche Gratulation. Geschirr, Glas Bernhard. Der zweite Gutschein geht an nach St. Veit an der Glan an Isabel Wastian. Herzliche Gratulation. Den kann ich gleich mitnehmen, den Gutschein. Warum nicht? Isabel Wastian, herzliche Gratulation. Und der dritte Gutschein von Geschirr und Glas Bernhard geht an Magister Christine Terkel aus 9560 Feldkirchen. Auch Ihnen herzliche Gratulation. So, dann haben wir noch, bevor wir dann zu einem großen Hauptpreis kommen, noch zwei Gutscheine von Blumen Wedenig. Ein Blumengruß sozusagen. Und der erste geht an Patrick Winkler, Hart 53. Ist das Feldkirchen? Hart, ja, das werden wir noch ausfindig machen. Auf jeden Fall Patrick Winkler aus Hart, der hat gewonnen einen Gutschein von Blumen Wedenig. Und den zweiten Gutschein hat gewonnen Christel Eberhardt aus 9560 hier in Feldkirchen. Auch Ihnen herzliche Gratulation, Frau Eberhardt. Auch an Sie geht ein Gutschein von Blumen Wedenig. Und jetzt wird es langsam, aber sicher ernst. Aber ein bisschen wollen wir Sie noch auf die Folter spannen. Und bevor wir zum Hauptpreis, zu den Diebeltalern im Wert von 2500 Euro kommen, darf ich noch einmal Kärnten Voices zu mir auf die Bühne bitten. Sie spielen und singen ein Weihnachtslied, das im Radio eigentlich auch auf und ab gespielt wird. Dort heißt es zwar nicht das Trommellied, sondern The Drummer Boy. Wir hören aber heute das Trommellied. Viel Vergnügen mit Kärnten Voices. Das
auch schon fast wie jedes Jahr bei mir zu Gast Ingrid Meyer von Bekleidungsfachgeschäft Nimo. Ingrid, ihr habt Damen-, Herrenbekleidung, Jugendbekleidung. Was war denn heuer so der Renner bei den Damen oder bei den Herren? Ja, ein bisschen schwer zu sagen, aber es ist eigentlich, durch das wir so viele Wochen zugehabt haben, ist eigentlich durch das ganze Sortiment, es ist alles gefragt. Aber der Hauptrenner, das wirst du jetzt wirklich nicht wissen, Seppi, aber ich muss da sagen, das war die Maske. Maske ist ein Accessoire geworden, das man einfach zu jeder Jacke, zu jedem Outfit einfach braucht und findet natürlich bei Nimo. Wenn man schaut, wie viele Rubellose heuer wieder eingelangt sind, ich glaube, diese Weihnachtsaktion hat bei den Feldkirchnerinnen und Feldkirchnern und alle, die von auswärts auch kommen und bei euch hier einkaufen, nach wie vor großen Anklang. Die kann man gar nicht, mit der kann man auch gar nicht aufhören, oder? Nein, natürlich nicht. Also ab November wird schon gefragt, gibt es diese Aktion wieder, egal aus welchem Bezirk unsere Kunden kommen. Und da sind wir sehr stolz, dass wir eigentlich, glaube ich, als Einzige schon über so viele Jahre diese Aktion durchführen können und dürfen. Also ein Dank an die Stadtgemeinde Feldkirchen und an einzelne Wirtschaftsbetreibenden und an meine Kollegen, die die Preise zur Verfügung stellen. Dann sage ich Dankeschön für das Interview. Das führen wir jetzt auch schon fast jährlich und halt die Daumen, dass die Geschäfte so lange wie möglich offen bleiben. Ja, das hoffen wir auch und ich wünsche allen unseren Kunden und unseren Gewerbetreibenden ein schönes Weihnachtsfest, weil besonders in diesen turbulenten Zeiten wie diesen ist jeder ruhige Moment ein sehr wertvoller. Schöne Weihnachten! Also ich weiß, all jene, die bis jetzt nichts gewonnen haben, die werden jetzt zu Hause zittern, die werden sagen, na jetzt bitte, bitte zieht's doch mich, ich habe auch in Feldkirchen eingekauft. Das ist nämlich einmal die Grundvoraussetzung, damit sie heute hier gewinnen konnten oder jetzt den Hauptpreis gewinnen, nämlich Diebeltaler im Wert von 2.500 Euro. Diese Diebeltaler werden von der Feldkirchener Wirtschaft und der Gemeinde Feldkirchen zur Verfügung gestellt. So, Herr Bürgermeister, dir obliegt es natürlich dann auch den Hauptpreis zu ziehen, den großen Gewinner zu ziehen aus dem richtigen Sackel, das ist schon hergerichtet. Wir kommen zum Hauptpreis, Herr Bürgermeister. Ich darf dich bitten, den Hauptpreis, den Gewinner oder die Gewinnerin zu ziehen. Es geht um Diebeltaler im Wert von 2.500 Euro. Also das ist mehr als ein Weihnachtsgeschenk. Das ist schon eine riesengroße Weihnachtsüberraschung. Stimmt einmal das Symbol? Das stimmt. Und damit ich nichts falsch vorlese, Brille auf. Und wir gratulieren zu Diebeltalern im Wert von 2.500 Euro. Frau Waltraud Achernick aus 9560 Feldkirchen. Herzliche Gratulation. Jetzt wird, wenn Sie dabei sind, gejubelt zu Hause, nehme ich einmal an. Und Herr Bürgermeister, du hast schon das Telefon gezückt. Ich darf dir da die Telefonnummer zeigen, wenn du sie einmal anrufst und dann auf Lautsprecher stellst. Wir hatten bis jetzt eigentlich, soweit ich mich zurückerinnern kann, immer das Glück, dass wir den Hauptpreisgewinner auch wirklich erreichen konnten. Ich kann mich erinnern, einmal sind wir am Hauptplatz gestanden, mitten im Weihnachtsmarktgewühl. Wir haben die Gewinnerin erreicht und es hat keine Viertelstunde gedauert, war sie dann wirklich bei uns da und hat den Hauptpreis entgegengenommen. Es läutet schon beim Herrn Bürgermeister und bei der Frau Waltraud Achernick. Jetzt werden wir das Mikro auch mal halten, damit wir hören. Es läutet schon, das ist schon einmal ein kurzes Zeichen. Nimmst du das? Ja. So, jetzt sind wir gespannt. Es läutet einmal. Willkommen in der A1 Mobilbox. Ja, die Mobilbox meldet sich. Momentan läuft die Box, aber sie wird sich vielleicht zurückmelden. Ja. Warten wir noch ein bisschen, oder zumindest wir sind ja noch. Schauen wir mal, wir sind ja noch da. Das haben wir noch nie gehabt eigentlich. Ich glaube, bis jetzt haben sich die Gewinner immer gemeldet. Diesmal die Mobilbox. Wir gratulieren der Mobilbox von der Frau Waltraud Achernick. Sie haben auf jeden Fall gewonnen. Herzliche Gratulation. Ich glaube, das sind halt ganz, ganz tolle Weihnachten für Sie. So, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen mit der großen Schlussverlosung. Haben wir sie jetzt dran? Die Frau Achernick. So, jetzt haben wir sie am Apparat. Können wir auf Lautsprecher schalten? Ein kleines Moment alle. Waltraud, wir werden auf Lautsprecher schalten. Du bist nämlich die Gewinnerin unseres Hauptpreises. Ja, wir haben gerade die Live-Verlosung hier im Amthof
Und die Tibetaler im Wert von 2.500 Euro, da bist du die glückliche Gewinnerin der heurigen Weihnachtseinkaufaktion der Stadtgemeinde und der Völkirchner Wirtschaft. So, ich höre sie. Warte mal, ich höre sie reden. Jubel nicht, aber reden höre sie. Das heißt, sie ist nicht von der Freude zusammengeklappt. Das ist schon ganz wichtig. Ich werde sie nochmal zurückrufen, jetzt wird sie gleich abheben. Und dann haben wir den Lautsprecher dabei. What? So, der Herr Bürgermeister kämpft mit dem Handy, meine Damen und Herren. Mal schauen, ob wir sie noch einmal rankriegen. Ja, jetzt läutet es, jetzt hören wir es auch mir. Ja, sie glaubt uns wahrscheinlich nicht wirklich. Gut, entweder tanzt sie jetzt vor Freude, kann es nicht wirklich glauben. Ja, wir haben wieder die Mobilfunk. Es ist nichts passiert, sie hat auf jeden Fall gewonnen. Frau Waltraud-Achernick, herzliche Gratulation. Wir wollten sie live erreichen, ist nicht gelungen. Macht nichts, ist nicht so schlimm, der Preis gehört jetzt trotzdem Ihnen. Jetzt haben wir die Frau Achernick live da, jetzt können wir sie auf Lautstärke schalten und da hören ein paar Leute mit, die in der Jury sind heute und auch der Moderator. Und du bist die Gewinnerin, Waltraud, von 2.500 Euro, wie eben schon erwähnt. Ich bin ja weniger geworden als wie vorher hast du noch Dreieck geschafft. Das war nicht so. 2.500 Euro, da haben alle mitgekocht, aber ist, glaube ich, ein wunderschöner Gewinn, oder? Ja, super, danke. Ich glaube schon nicht mal, das Christkind und Herr ist es gekommen. Ja. Freue mich. Frau Achernick. Seppi Rukavina, der Moderator, spricht da, grüß Gott. Ich gratuliere Ihnen herzlichst. Alles, alles Gute. Haben Sie die Weihnachtsgeschenke schon alle besorgt? Ja, habe ich alle im Verkehr besorgt. Jetzt bin ich endlich einmal belohnt worden. Genau, dann halten Sie die Tibeltaler für nächstes Jahr auf und dann sind die Weihnachtsgeschenke schon gesichert. Ja, super. Perfekt. Herzliche Gratulation noch einmal. Alles, alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. So, meine Damen und Herren. Wir haben viele, viele Gewinner. Es hat sich ausgezahlt, in Feldkirchen einzukaufen. Das zahlt sich immer aus. Die Feldkirchener Wirtschaft ist wirklich rund um die Uhr für Sie da. Natürlich auch, wenn man darf, mit offenen Geschäften, überhaupt keine Frage. Mich würde es freuen, wenn wir uns nächstes Jahr dann wieder bei der Schlussverlosung am Feldkirchener Hauptplatz mitten im Weihnachtsmarkt treffen könnten und dort wieder wirklich live diese Schlussverlosung vonstatten gehen lassen könnten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie konnten was gewinnen. Ansonsten nicht verzagen. Nächstes Jahr wird es dann sicherlich was werden. Für heuer sagen wir alle hier, das ganze Team, das heute hier mitgewirkt hat, frohe Weihnachten, meine Damen und Herren, gesunde Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2022. Und wir lassen diese heutige Veranstaltung noch mit einem Weihnachtslied des Volksliedchores auslingen. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Wiederschauen. Blätter noch auf dem Kalender sind. An jedem Morgen wurde dir
Let's go.